Ja, und jetzt kommt die dritte Geschichte für heute, die kommt aus Indien. Und in Indien, da gab es Schulen wie hier, aber es gab auch Lehrer, die sich zurückzogen in den Wald und ihre Schüler waren Erwachsene, die Weisheit lernen wollten und die sich auch in den Wald zurückzogen und all ihren Besitz weggaben, nichts mehr hatten, um etwas zu essen zu bekommen, mussten sie in die umliegenden Dörfer gehen und um Essen bitten. Und es war natürlich Pflicht, ihnen zu geben, so gut und so viel man konnte, sie zu unterstützen, diese sogenannten heiligen Männer, die da in den Wäldern lebten. Und so ein Lehrer, von dem wird erzählt, der hatte zu einer Zeit nur einen einzigen Schüler. Und der war faul und gefräßig. Und eines Tages schickte der Lehrer seinen Schüler morgens in die Dörfer, um Essen zu sammeln. Ja, der Schüler hatte einen Korb dabei und er ging. Es war ein heißer Tag und er ging und kam in ein Dorf und ging von Haus zu Haus. Und so, als er fertig war, war sein Korb voll mit so Pfannkuchen, so 32 Kuchen, Pfannkuchen hatte er bekommen. Und Korb war voll, also machte er sich auf den Rückweg. Der Rückweg, es war schon Nachmittag. Der Nachmittag ist, wie ihr wisst, meistens heißer als der Vormittag. Und der Schüler war müde und machte eine Rast und dachte, ich habe hier in meinem Korb 32 solche Pfannkuchen und die duften wunderbar. Und wenn ich damit heute Abend zu meinem Lehrer komme, der ist gerecht und gut und gibt mir sicher die Hälfte davon. Eigentlich könnte ich diese Hälfte schon jetzt essen. Und ich sage euch, er machte das. Fragt mich nicht wie, aber er aß 16 Pfannkuchen. Dann ging es ihm schon ein bisschen besser und er setzte seinen Weg fort. Und nach einiger Zeit machte er wieder Pause. Und er dachte, die Pfannkuchen, die duften immer noch gut. Er bekam schon wieder Hunger. Und er dachte, ich habe hier 16 Pfannkuchen in dem Korb. Wenn ich die heute Abend meinem Lehrer bringe, der ist gut und gerecht und gibt mir sicher die Hälfte. Eigentlich könnte ich die jetzt schon essen. Und so aß er die Hälfte von 16, also 8 Pfannkuchen. Und dann ging er weiter und machte noch einmal Rast und aß wieder die Hälfte, 4 Pfannkuchen, machte noch einmal Rast, aß wieder die Hälfte, 2 Pfannkuchen, machte noch einmal Rast, aß wieder die Hälfte, einen Pfannkuchen. Und dann machte er noch einmal Rast und aß wieder die Hälfte, einen halben Pfannkuchen. Und dann kam er abends zu seinem Lehrer mit einem halben Pfannkuchen. Und sein Lehrer schaute ihn an. Was? Wir haben dir die Menschen im Dorf nicht gegeben für uns, diese Geizhälse, was ist los? Nein, nein, sagte der Schüler, gar nicht. Die haben mir den Korb gefüllt und er erzählte, wie alles zugegangen war. Aber da schaute ihn sein Lehrer noch entsetzter an und sagte, was? Du hast an einem einzigen Nachmittag 31 und einen halben Pfannkuchen gegessen? Ja, wie hast du das bloß gemacht? Oh, das war einfach, sagte der Schüler, nahm den letzten halben Pfannkuchen und aß ihn auf. Sehr gut. Ja, und der Lehrer, der hat Hunger gehabt. Der hat Hunger gehabt, der ist vielleicht am nächsten Tag selber ins Dorf gegangen, um zu sammeln, oder er hat sich nach einem anderen Schüler umgesehen, davon wird nicht erzählt. Ich hoffe, ihr habt keinen Hunger, bekommt was Gutes zu essen nach diesen vielen, vielen Geschichten vom Essen. Und ich sage euch auf Wiedersehen, bis zu einem nächsten Mal. Ich weiß nicht genau, wann das sein wird. Wie gesagt, jetzt ist Sommerpause, auch bei mir. Mal schauen, wann es ein Märchen wieder gibt. Bis dann, auf Wiedersehen und gute Zeit.